Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde von Benny24, hier ist euer King Ralf. Ich begrüße euch und wünsche euch erstmal einen schönen neuen Wochenstart. Ja, was ihr hier seht, ist die VR Media Nord. Ich sag mal, 80% neigt sich dem Ende. Klar, ein Ende ist ja nicht in Sicht, das Ding ist so komplex, aber ich möchte euch nicht vorenthalten, wie weit ich damit jetzt schon in diesem Jahr gekommen bin. Zuerst erstmal, dass wir uns hier drinnen 360 Grad komplett drinnen bewegen können. Das heißt auch nach oben und nach unten und das Ganze natürlich in Realgrafik. Dort, wo Informationen sind, da kann man draufklicken, dann spricht zu euch natürlich der maschinelle Computer. Hier gibt es ein paar schicke Videos. Auch die können interaktiv sofort gestartet werden. Oder bei Bedarf einfach anklicken oder auch wieder ausschalten. So, wir kommen nochmal zur Computerstimme. Auch die möchte ich euch jetzt hier gar nicht vorenthalten. Herzlich willkommen in der VR Medien World. Benutzen Sie, um in die Räumlichkeiten oder Messehallen zu kommen, die Bildbutton auf der Fahrstuhltür. Mit einem Klick auf diesen Button kommen Sie in die gewünschte 360 Grad Räumlichkeiten oder Messehallen. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß. Ja, das wünschen wir uns jetzt auch. Hier entsteht natürlich noch die nächsten Räume. Ich sehe schon Berlin24, aber da haben wir so viele Beiträge, die muss ich erstmal sortieren. Wir achten auch auf 2G-Regel und natürlich die Abstandsregel natürlich auch. Hygienevorschriften, Händewaschen, Desinfektion und vieles, vieles mehr. So ein bisschen Jux und Gaudi gehört natürlich da auch mit zu. So, der eine oder andere, der mich natürlich kennt, der weiß genau, wie das alles gemeint ist. Aber wir halten uns so ein bisschen, wie gesagt, ja, so ein bisschen Flachs gehört auch in so eine VR-Welt natürlich mit rein. So, ihr seht jetzt hier die Fahrstuhltüren. Ich habe das noch ein bisschen abgeändert mit diesem Button. Ich habe mir gedacht, wir können auch direkt in die Räume mit dem dementsprechenden Bild gehen. Fangen wir mal an mit dem Magazinraum. Wir klicken einfach in das Bild und kommen dann schon direkt in den Magazinraum. Auch hier sehen Sie, es bewegt sich alles sofort automatisch. Das heißt auch für eine Messepräsentation oder eine Geschäftspräsentation ist das natürlich alles einsetzbar. Man kann sofort eingreifen. Auch hier gibt es natürlich die Infos immer an den Infoständen. Wir arbeiten noch daran an der Videofassung, dass man hier natürlich in der Mitte steht und dann dementsprechend euch natürlich hier in den Räumlichkeiten begrüßt. Das ist aber der nächste Schritt, werde ich aber nicht vor Februar, März nicht umsetzen können, weil wir dafür eine Greenbox brauchen, um das da dementsprechend dann rein zu produzieren. Sie sehen schon, Sie können hier anzoomen und auch wieder rauszoomen und Sie können sich hier komplett natürlich auch drinne bewegen. Magazin anklicken, dann geht das auch alles richtig auf. Meistens sind die Musik mit die Magazine mit Musik bestückt. Man kann es ganz normal umblättern, man kann sich hier in die Links klicken. Und umblättern, auch da sind in dem Magazin viele Videos zu den Themen mit drin. Und man kann das ganz normal durchblättern. Zum Lesen haben wir hier unten die Vergrößerungsgeschichten, die wenn man dementsprechend auf den Vollmodus geht, können wir natürlich auch hier alles dementsprechend vergrößern. Und mit Pfeil natürlich auch immer wieder raus. Das Tolle war dran an der ganzen Programmierungsgeschichte, dass man geschafft hat, die Sachen komplett in der Seite einzubinden. Ja, hier könnt ihr euch natürlich austoben. Es gibt viel zu lesen, viel anzugucken. Auch das erste Berlin24 Magazin ist da drin. Was jetzt fast 12 Jahre alt wird. Wahnsinn, eigentlich. Hierzu kann ich euch schon sagen, die Red Gold One Bar in Berlin auf der Fuggerstraße mit unserem Lothar. Da hat das Radio angefangen. Eine Konzeptidee, die wir zusammen entworfen haben mit den Schallplatten an der Wand.
Das werden wir in 360 Grad machen. Das wird das nächste große Projekt. Und da wird auch nochmal richtig viel Arbeit drin stecken, euch natürlich in drei Stufen die ganze Musicbox inklusive der Einrichtung darzubieten, weil das so ein bisschen History ist und unser Lothar wahrscheinlich, wie das so aussieht, in Rente geht. Und dann wird es das in der Form so auch nicht mehr geben. Aber wir halten das natürlich dann digital fest. So, wir gehen wieder zurück in die Lobby. Immer mit dem Zeichen Lobby gehen wir zurück. Für die Oddfellows wird sicherlich auch eine 3D-Welt entstehen. Für das Dresdner Kaffeestübchen wird auch eine 3D-Welt entstehen. Und für die Trattoria a Montagnola in Berlin auch. Und für unseren Thomas wird es auch eine extra Halle geben mit Gedichten und vieles, vieles mehr, was unser Thomas so alles gemacht hat. Und der ein oder andere für unseren Chrissy und so weiter gibt es natürlich dementsprechend dann auch die History hier in der VR-Welt. So, das haben wir uns angeguckt, unseren Jesse. Da gehen wir jetzt mal runter in die Jesse-Bar. Jesse ist ein alter Werkgefährte, sage ich jetzt mal, der nicht nur den Hall of Fame Song für uns geschrieben hat, wir sind auch Freunde fürs Leben geworden. Und da habe ich mal gedacht, fangen wir mal mit dem ersten Künstler an, wer seine eigene kleine Country Bar hat. Auch da gibt es Informationen, Videos, die direkt auf den Monitoren gestartet werden können. Bilder. Und vieles, vieles mehr. Ja, 2013 hat uns Jesse diesen Song geschrieben. Er hatte auf dem Rückweg nach Hause vom deutsch-amerikanischen Volksfest zwei Regenbögen gesehen und dann hat er mir den Song geschrieben, die Hall of Fame in Berlin. So. Ja, wie gesagt, hier könnt ihr euch auch drin austoben, hier gibt es auch viel zu sehen. Hier gibt es nochmal Musiksachen von unserem Jesse, von seinem ersten Album. Und vieles, vieles mehr. So, zurück wieder in die Lobby. Magazinraum haben wir gesehen, Jesse haben wir gesehen. Ja, auch das Radio wird irgendwann wieder starten. Ich weiß noch nicht wann. Wir müssen ein bisschen auf Corona warten, wie das da weitergeht. Ob sich das Virus sagt, ich habe keinen Bock mehr und geht wieder weg. Oder wir müssen gucken, dass wir was Neues entwickeln. Was ich gemacht habe, ich habe schon mal die Radiohalle entwickelt. Die ist fertig. King Ralf Radio und wer schon mal Radio hören möchte, das geht natürlich, denn wir haben viele Radiosendungen hier schon eingebunden, die man einfach mal abspielen kann. Man kann ja einfach überall irgendwo drauf gehen und dann kommt natürlich die ein oder andere aufgezeichnete Sendung, die wir gespeichert haben. Auch da gibt es nochmal das ein oder andere Video, wie alles angefangen hat. Ja, beim Lothar hat es angefangen, im Avantgarde Berlin am Neuendorfplatz ging es schon weiter mit unseren Ming und unseren Jürgen. Unter anderem ist da auch dann die erste Hall of Fame entstanden bei zwei Flaschen Wein. Und aus Blödsinn wurde tatsächlich richtig Arbeit. Aber wie gesagt, hier könnt ihr euch auch so ein bisschen austoben. Da gibt es noch zwei Räume hinter. Wir haben hierher noch den Barraum, habe ich noch da fertig schon gemacht. Und natürlich können wir direkt mit dem Link nachher auf die große Tanzfläche und mal gucken, ob wir da den ein oder anderen guten Kumpel natürlich bildlich mit drauf bekommen. So, ansonsten, wie gesagt, 360 Grad hier alles bewegbar. Und hier wieder unser Zeichen für die Lobby. So, ganzer Stolz natürlich, ist natürlich meine Messehalle, wie ich sie angekündigt hatte, in 360 Grad. Auch hier komplett Bewegung drin, mit Hinterhalle. Immer wo Sie Pfeile sehen, geht es irgendwo weiter oder auch für den Ausgang oder in die nächsten Etagen. Ich habe das so einfach wie möglich gehalten, dass es auch jeder bedienen kann.
Das ganze System läuft natürlich auf Android und Apple, sowohl auf dem Phone als auch auf dem Tablet. Und dann kam heute die Frage auf, also Ralf, das sieht dann eigentlich ganz, ganz geil aus, wenn jetzt sich natürlich noch die Leute da drinnen bewegen würden, das wäre natürlich der Knaller, außer nur ein Bild. Tja, dann gehen wir mal einen Stand aussuchen und wir drücken mal ins Bild. Hallo, guten Tag, die Firma Mr. Bitter aus Dänemark, eine neue Spirituosenmanufaktur, die Zweitprodukte. Und wir können natürlich die ganze Messeatmosphäre darstellen, denn... Das Geile ist tatsächlich, dass wir hier die Möglichkeiten haben, alle Videos durchzustarten. Und somit hat die Halle Leben bekommen. Und mit einem Klick kommen wir natürlich auch dann in die nächste Halle. Und wir können natürlich auch uns weiterhin drin bewegen. Ja, unser lieber Manuel aus Frankfurt. Wir kennen uns auch schon jetzt über 10 Jahre und haben natürlich auch die BCB von der ersten Messe ja, bis jetzt jährlich natürlich begleitet. Einer meiner coolsten Messen überhaupt. Ihr seht auch, hier sind 3D-Objekte drin in Glastische, alles einzeln angefertigt und dementsprechend platziert. Circa jetzt 4.500 Stunden Arbeit habe ich da reingesteckt. Aber ich denke, das kann sich erstmal sehen lassen. So, hier kommen natürlich noch Erweiterungen, die Feinheiten noch. Hier kommt noch natürlich, geht es zu den Umkleide hier, so Garderobe und vieles mehr. Also wie man das so auf der Messe alles ein bisschen kennt. Ein bisschen Witz baue ich da auch noch ein. Also lasst euch da noch so ein bisschen überraschen. Das ist jetzt noch nicht ganz fertig, da fehlt noch so ein bisschen Deko dran. Aber das kommt alles. So, gehen wir in die nächste Rolle. Wieder durch klar hier in der Lobby. So, dann betreten wir mal die Hall of Fame. Auch da startet die History gleich mit einem Video. Hier unten, wie gesagt, sind die Cursor-Tasten. Hier können Sie auch alles steuern. Links, rechts, einzeln beim Draufdrücken. Ihr könnt das hier unten anzoomen. Und unser Marco, den kennen wir natürlich auch mit einer Play-Taste hier unten einmal drauf. Irgendwann kriegen wir ihn auch natürlich bewegt rein mit der Play-Taste, dass er natürlich dann dementsprechend als Video richtig drin singt. So, auch hier natürlich die Möglichkeiten, Bilder alles anzuklicken, die ganzen Music Awards, alle in groß. Und zu jedem Musikvideo oder zu jedem Music Award gibt es natürlich auch passend den Trailer oder die Musik. So, unsere Gäste sind natürlich unsere Autogrammkarten, unsere Signierten. Auch hier mache ich mal hier auch Dieter Thomas Heck aus der Hip-Parade. Man kennt ihn. Und wenn wir hier unten drauf drücken auf die Play-Taste, dann kommt natürlich mal ein kleiner Auszug aus der ersten Hit-Parade von 1967. Ich werde versuchen, so ein bisschen die gesamte History der Hall of Fame, 40 Jahre Zeitgeschichte hier zu integrieren. Die ersten 3 Hallen sind auch fertig. Und ihr könnt euch natürlich hier bewegen. Ja, ja. Guten Freunde sitzen hier schon mal so ein bisschen drin, von da ich mal Köpfe und sowas hatte, habe ich schon mal eingebaut. Hier unser Pino, unsere Mama aus der Trattoria Montagnola, unser Thomas, unser Gonzi aus Argentinien, unser Bernd, unser Patcher Boy, auch Radiomoderator und großer Fan.
mit auch mit den ganzen goldenen Schallplatten und natürlich unser Olli aus dem Sennheiser Store mit Nils und natürlich auch unser Must Ming. Ja, alle Platten, wie gesagt, sind hier anklickbar, auch die Figuren, sag ich mal, die wir eingebaut haben. Und gibt es natürlich auch immer passend dann einen Trailer dazu. Da könnt ihr euch aber selber dann hemmungslos drin austoben. Auch hier oben hier unsere Star Trek Geschichte, haben wir nicht nur die goldene Schallplatte und den ersten Trailer. Da gibt es natürlich immer ein kleines Bonbon, wo wir 3D-Objekte haben. Gibt es natürlich dann auch das 3D-Modell, wo ihr euch da nochmal so ein bisschen was angucken könnt. Was ihr natürlich alles mit der Maus oder mit dem Telefon, den Cursor-Tasten dann bewegen könnt. Und das Ganze natürlich alles in einer hervorragenden Grafik. So, auch da, sag ich mal, könnt ihr euch dann so ein bisschen durchschalten. Also überall, wo so ein 3D-Button ist, gibt es immer noch irgendwas in 3D. Ansonsten, wie gesagt, alle Music Awards, Informationen zu den Leuten, die Musikvideos dazu und vieles, vieles mehr gibt es immer hier, da wo eine Kamera ist oder eine Audio-Button-Taste. Einfach draufklicken. Wenn Sie solche Sachen sehen hier, das sind Wege, hier steht schon drauf dran, Halle 2. Man geht einfach in die Halle 2. Ja, das Internet ist heute wieder ein bisschen schwach auf der Brust, wo wir schon einen sehr, sehr schnellen Server haben. Ja, hier das gleiche Prinzip. Alles, wo ihr was seht, könnt ihr anklicken. Ob das David Bowie ist, wie Kinder vom Bahnhof Zoo. Gibt euch auch das passende Video dazu, dann schaltet auch die Hintergrundmusik automatisch weg. Einfach Play-Button drücken und dementsprechend dann anhören. Autogrammkarten an der Wand, alles ist natürlich anzuklicken. Die große Arbeit ist mal dabei, dass man hier die ganzen Sachen so ein bisschen fotografieren muss, ausschneiden muss, aber ich denke, so bleibt das zumindest schon mal digital alles sehr gut erfasst. Das war ja auch mein Ziel daran, dass die Hall of Fame natürlich digitalisiert wird. Ja, auch hier oben haben wir noch ein bisschen Platz, da können wir noch Personen einbauen. Ein paar klitzekleine Feinheiten kommen natürlich noch, so ein bisschen Deko. Wir haben ungefähr noch 300 Autogrammkarten, die untergebracht werden. Es gibt dann, wie gesagt, 4 Hallen der Hall of Fame. Auch hier, das ist schon mal die Halle 3. Auch alle Music Awards an der Wand. Alles zu Back to the Future. Hier gibt es auch wieder ein tolles 3D-Objekt. Ein oder andere kennt die Gitarre. Das ist die Hall of Fame Back to the Future Gitarre. Dargestellt wie das Innenleben von dem Auto. Aber auch hier gibt es wieder viel anzusehen. Die Musicbox kann man andrücken, dann kommt da Musik raus und vieles, vieles mehr. Hier laufen die ersten Videos zur Hall of Fame, wie alles angefangen hat. Also einfach mal so ein bisschen die Zeitgeschichte festgehalten. Hier nochmal die Autos, auch die kann man praktisch anklicken. Das sind die Sachen direkt hier aus dem Film. Eine Info schon mal zu diesem Auto. Das habe ich über 20 Jahre gesucht, bis wir das Originalteil jetzt gekriegt haben aus England. Und ja, wer den Film kennt, kennt den Laster, kennt auch das Polizeiauto vom Beaufort Justice und natürlich auch den Trans Am von Burt Reynolds. So, den Trailer dazu gibt es natürlich auch hier alles eingebunden. Und vieles, vieles mehr. Also man kann sich hier schon so ein bisschen austoben und beschäftigen. So, gehen wir wieder zurück in die Lobby. So, natürlich darf auch King Ralf nicht fehlen. Ich habe hier mal alles so ein bisschen zusammengetragen, was wir in den
letzten 10 Jahren am Blödsinn verzapft haben. Zum Beispiel schon mal für die erste Halle, da kommt noch eine zweite Halle mit den ganzen Videos. Auch hier das gleiche Prinzip. Man kann alles anklicken, angucken. Da gibt es nochmal Erinnerungsfotos, wo wir überall gewesen sind. Und man sieht immer schon, wir sind ein großer Musikfreundeskreis, der Hall of Fame. Es tauchen immer mal wieder unsere Kandidaten mit dabei auf. Ja, auf das Radio kann man auch klicken. Da kommt ein bisschen Lala raus. Alle Videos sind von mir hier drin. Man klickt nur auf die Monitore und dann starten die alle an. Hier nochmal unser Video, was wir gemacht haben mit Lord und Ming. Für Ming. Do it now. Davon habe ich dann die deutsche Fassung gemacht. Tu es jetzt. Also auch hier kann man sich ein wenig austoben und den Blödsinn anhören, den der King hier verzapft hat. Wie gesagt, gibt es noch eine zweite Halle für die gesamten Videos, die wir gemacht haben oder die ich gemacht habe in der Corona-Zeit. Da sind viele Sachen bei, wo man herzhaft lachen kann. Auch da könnt ihr euch natürlich dementsprechend austoben. Ja, der Könige Stuhl darf nicht vergessen werden. Und der Olle King versucht sich hier gerade schon mal ein Shirtchen abzuschrauben. So, ab wieder zurück in die Lobby. Was ihr jetzt schon von mir am 1. Dezember bekommt, will ich euch auch nicht vorenthalten. Und zwar habe ich euch ein Weihnachtskalender gemacht in 360 Grad. So, und den bekommt ihr natürlich am 1. Dezember mit 24 verrückten Weihnachtsvideos mit eurem King Ralf. Und auf das Biest freue ich mich hier am meisten. Den ersten wird jetzt gleich zum ersten Advent verhaftet. Mit unserem Tobias und natürlich mit unserem Marcel. So, aber hier sage ich jetzt schon mal, wünsche ich euch sehr viel Spaß. Wenn ihr die Türchen aufmacht, kann ich schon mal sagen, die Nummer 1 ist da oben drin. Den Rest müsst ihr euch dann raussuchen. Genau 24 Türchen und irgendwo habe ich die hier alle versteckt. So, liebe Freunde von Berlin 24 oder am King Ralf, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend oder auch einen schönen guten Morgen für die, die es erst morgen sich angucken. Bleibt gesund, bis bald, euer King Ralf und ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick jetzt bekommen, was gemeint ist mit einer 360-Grad-Darstellung des Webauftritts. Also, bis bald. Bye bye.